Mit Schopenhauer wird die Welt als Wille und Vorstellung gedacht. Der Wille tritt sozusagen an die erste Stelle, aber nicht mehr als dieser vernünftige Wille, dieser sehende Wille, der das eigentliche Geheimnis der Existenz von der menschlichen Freiheit aus neu zu konzipieren suchte. Sondern jetzt ist es der dumpfe Wille, der blinde Wille, die furchtbare Wirklichkeit, vor der schon Schelling, wie ich einmal antönte, von dem Schaudern vor der Natur gesprochen hat. Jetzt ist also der Wille diese unheimliche Gewalt, welche das Leben zu einer immer unerfüllten und immer unerfüllbaren, dranghaften Sehnsucht nach Befreiung und nach Erlösung denken ließ. Von hier sieht man, warum ein Mann wie Schopenhauer nun andere Erlösungsformen von dem Willen gesucht hat, warum ihn Indien so angezogen hat, warum er das kantische Ding an sich und den Begriff der Erscheinungen, auf die das menschliche Wissen allein verwiesen ist, nun plötzlich in den so umdachte, dass das Ding an sich gar kein Ding ist, sondern diese Gewalt des Willens, der durch alles hindurchgeht und von dem man sich in den Vorstellungen sozusagen zu befreien sucht. Hier hat nicht die Kunst, aber vor allem auch die Kunst und die Religion ihre lösende und befreiende Aufgabe in Schopenhauers Denken gefunden. Man kann also recht gut verstehen, wie von hier aus zwar das Leben in seiner undurchdringlichen Realität erfahren wird, aber zugleich auch das Entgehen, wie eben auch im Buddhismus, dieser Schleier der Maya, in dem die Sterblichen hin und her schwanken, auf eine tiefere Heilswahrheit verweist.